Ein herzliches Mal Moin wünsche ich euch. Heute möchte ich euch gerne das Jelly Wallet vorstellen. Und zwar ist das Jelly Wallet eine Web-Wallet, ähnlich wie bei MetaMask. Die Entwickler haben jetzt auch schon die Ocean-IP eingebaut. Und mit der Jelly Wallet wird es so sein, dass wir die Seeds aus der Lite und aus der DFX-Wallet verwenden können. Somit ist das Jelly Wallet einfach eine Art von Wallet, was echt gut für das DeFi-Chain-Ökosystem ist. Ich werde jetzt mit euch das Jelly Wallet installieren und dann einfach auch zeigen, wie das Ganze funktioniert. Also wir gehen hier erstmal auf Download. Dann haben wir das jetzt runtergeladen. Dann entpacken wir das Ganze jetzt einmal. Also ich mache das mit einem Mac. Ihr, denke ich mal, könnt das genauso gleich machen mit einem Windows, wie ich jetzt mit einem Mac. Und jetzt haben wir hier den Ordner Web. Dann gehen wir wieder zurück. Dann gehen wir hier auf weitere Tools, dann auf Erweiterungen und dann haben wir hier Entwicklermodus an, müssen wir den anstellen und dann müssen wir einfach den Web-Ordner hier reinziehen. So, dann haben wir hier jetzt hier das installiert und dann müssen wir hier nur noch auf das Puzzleteil umgehen und dann hier die Jelly Wallet Beta anpinnen und dann haben wir sie hier oben. Und dann klicken wir hier auf Create New Wallet. Und dann müssen wir hier alles gut durchlesen, denn die 24 Wörter müssen wir uns gut aufschreiben und gut verwahren. Denn wer die 24 Wörter hat, der kann unser Wallet immer wieder neu wiederherstellen mit den ganzen Coins, die da drauf sind. Jetzt mal auf Continue. Wenn wir uns die 24 Wörter aufgeschrieben haben, dann müssen wir uns jetzt ein Passwort setzen, das natürlich mindestens 8 Zeichen hat. Ich empfehle immer noch Sonderzeichen, Großbuchstaben, Zahlen, alles was geht, in ein Passwort zu stecken und das natürlich auch aufzuschreiben. Das mache ich jetzt und dann sehen wir uns wieder. So, und dann müssen wir hier den Haken setzen und dann Create Passwort. Also die müssen natürlich gleich sein, klar, wie sonst auch immer. Und jetzt haben wir das geschafft. Wir haben die Jelly Wallet installiert und können hier auf Done klicken. Und jetzt sehen wir hier auch das Dashboard. Und in der Startformation sehen wir hier, dass wir nur DFI storen können. Und wenn wir hier auf Add Token klicken, dann können wir noch andere Tokens hinzufügen, also Kryptowährung und auch Aktien. Ich mache hier einfach mal die Bitcoin und dann gehen wir auf Next. Und Add Token und dann haben wir hier schon auch den BDBC drinne. Wie können wir jetzt zum Beispiel DFI auf unsere Jelly Wallet schicken? Dazu gehen wir hier auf Receive und hier wird jetzt unsere Wallet-Adresse angezeigt. Und diese Wallet-Adresse gilt für alle Sachen, die wir uns hier auf Jelly Wallet schicken möchten. Das steht hier, this is your personal wallet address, you can use it to get DeFi and DST, also die Stock Token, like DBTC, die Ether, die Tesla und so weiter und so fort. Hier oben können wir unter Create New Account auch noch einen anderen Account hinzufügen, dass wir halt vielleicht zwei Accounts verwalten. Gehen nochmal wieder zurück. Genau. Wie senden wir jetzt? Wir klicken hier einfach auf Senden. Dann geben wir hier oben die Adresse ein, wohin wir das Ganze senden möchten. Und dann klicken wir auf Continue. Also ganz easy. Nochmal zurückgehen. Hier können wir auch innerhalb der Jelly Wallet swappen. Und zwar gehen wir hier auf Swap und dann können wir hier halt unsere DeFis auswählen. Und dann können wir hier in unterschiedlichen Kryptowährungen swappen. Also wir können hier nur in Kryptowährungen swappen, nicht in D-Tokens. Dann sehen wir hier den Preis, den wo wir dann halt auch gleich D-Ether sozusagen swappen würden. Und das kostet eine Fee von 0,002 DeFi. Und hier können wir dann halt Review Swap drücken und dann wird es auch gleich geswappt. Unter Liquidity könnten wir jetzt zum Beispiel auch ins Liquidity Mining starten. Wenn wir hier auf Add Liquidity drücken, dann sehen wir hier die ganzen Paare und auch die Aktienpoolpaare. Und das ist natürlich nochmal eine Alternative für die DeFi Chain Lite Wallet. Allerdings gibt es hier bisher noch kein Vault, deswegen für mich ist es noch keine Alternative, doch die arbeiten ja ständig dran und deswegen wird es vielleicht auch hier auf der Jelly Wallet auch vielleicht bald eine Vault-Funktion geben. Wir warten es mal ab. Das soll es für heute gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir natürlich einen Daumen hoch. Ansonsten abonniert meinen Kanal und vergesst natürlich die Klingel nicht zu drücken. Und wenn ihr weitere Videos schauen möchtet über die DeFi Chain, seht ihr natürlich hier eingeblendet. Ansonsten könnt ihr auch gerne die Playlist in der Videobeschreibung anschauen. Bis dahin, schöne Grüße, Katrin!